Karl, in Minute 72 war es ungefähr, da habe ich dich noch ganz, ganz ordentlich schimpfen gehört. Jetzt am Ende doch zufrieden mit dem Spiel oder nur mit dem Ergebnis? Ja, beim Spiel hätte man einiges besser machen können, auf alle Fälle. Aber ich habe schon in Pasching gesehen, dass Allerheiligen eine sehr, sehr gut spielende Mannschaft ist und uns das Leben sehr schwer gemacht hat. Super war natürlich das 1:0, die Flanke vom Stahlbauer und den Abschluss von Wuja. Das hat natürlich das Spiel schon vorentschieden. Aber es war ganz schwierig, aber das haben wir gewusst, dass da die Trauben sehr hoch hängen und dass egal welcher Sieg, jeder Sieg wichtig ist. Pasching hat, soweit ich jetzt mitbekommen habe, auch wieder 1:0 gewonnen. Das heißt, der Druck jetzt am Dienstag gegen die Sturmamateure wird nicht geringer, oder? Nein, also das wissen wir, aber wir haben unsere Situation geschaffen, dass wir bei gleichen Spielen vorne sein können. Und das müssen wir nutzen und sollten am besten keine Punkte mehr bis zum Schluss abgeben. Wird natürlich sehr schwer, weil noch immer drei schwere Auswärtsspiele warten und natürlich ist es gegen Sturm zu Hause auch nicht einfach. Aber wir haben den Rückstand auf Pasching aufgeholt und sind nach Spielen vorne und wenn wir das durchhalten, dann sind wir Meister. Was passiert jetzt in der Kabine? Ich sehe gerade, die letzten Spieler sind noch nicht drinnen. Was startest du jetzt für Aktion, wenn du reinkommst, zu den Spielern wieder doppelt angeschrien oder was passiert? We love you! Zu Beginn, wie ich da hergekommen bin und wir haben gewonnen, war es alles ruhig in der Kabine, keiner hat sich schreien traut. Jetzt habe ich da endlich einmal mit einem Zicke-Zacke angefangen. Mittlerweile ist so wie meine Tanzeinlage dazu mal einfach Pflicht, nach Siegen schrei halt so laut es geht in der Kabine und alle schreien mit, weil wir wollen uns ja auch nach außen hin freuen. Eine Sache, ich glaube, wir haben jetzt noch 5 Partien bis zum Ende. Können wir uns jetzt fix ausmachen, dass wir jetzt bei jedem Sieg wirklich wieder die tanzen sehen, weil es fehlt wirklich was, Karl. Ja, das sage ich jetzt einmal nicht gleich zu. Das Schreien ist einmal auf alle Fälle Pflicht. Da haben ja wir nichts davon, wenn du schreist, Karl. Wir wollen die alle sehen. Das möchte ich mal aufheben für den hoffentlich wirklichen Triumph und dann kommt es natürlich sicher. Über die Lizenz verlieren wir jetzt ein Wort oder nicht? Nein, brauchen wir. Wir können eh nichts dazu sagen, weil wir nichts genaues wissen. Aber im Club ist eigentlich eine positive Stimmung, dass wir es kriegen. Danke, Karl. Alles Gute für die nächsten 5 Spiele und danke vielmals. Ciao. Kommt's gut rein.